Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder drei Telefonate mitgebracht. Naja, man glaubt es kaum, es geht um Trading in allen drei Gesprächen. Allerdings nehmen die Gespräche wie immer einen etwas anderen Verlauf, als sich die Callcenter-Mitarbeiter gedacht haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Telefonat. Hallo. Ja. Frau König ist hier, ich rufe Sie an, weil Sie sich gerade bei uns angemeldet haben für das pneumatische Handelssystem. Entzückend. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ah, ja, okay. Und Sie? Ja. Okay. Die fragt mich ernsthaft gleich zu Beginn des Gespräches, ob ich Deutsch spreche. Tja, ich frage mich, ob die einen Knall nicht gehört hat. Aber naja, so ist es halt in den komischen Callcentern. Na, wir schauen mal, wie standfest Ihre Deutschkenntnisse hier sind in diesem Gespräch. Okay, haben Sie schon Erfahrung mit dem Handel? Ja. Und Sie haben sich bei uns angemeldet, weil? Geld. Wie bitte? Geld. Sie möchten Geld verdienen. Hm. Möchten Sie auch selber handeln, oder? Wenn man muss. Wenn man muss, nee, also Sie haben sich für das automatische Handelssystem angemeldet. Also wenn Sie möchten, können Sie nur das System benutzen. Hm, machen wir so. Okay. Können Sie mir einmal bestätigen, wie alt Sie sind? Ich? 29. Ja. Okay. Gut. Und sind Sie jetzt gerade online auf der Seite? Nee, war kaputt. Wie bitte? War kaputt. Ging nicht. Was ist kaputt? Ja, ging nicht. Hat so ein Ladekreis gedödelt. Okay, haben Sie Laptop oder Computer vor sich? Hm? Ja? Jo. Okay, dann können Sie sich bitte einloggen, damit ich Ihnen die Seite zeigen kann. Wie heißt denn Sie? Frau König. Was? Cindy König. Was? Soll ich buchstabieren? Ja. Also, S wie Siegfried, I wie Ida, N wie Nordpol, G wie Dora, Y. Ich habe jetzt ein S. Und denn? Wie bitte? Ein S habe ich. Und dann I wie Ida? Ein I habe ich auch, ja. Dann kommt N wie Nordpol. Habe ich. D wie Dora. Habe ich. Y. Y? Genau, das ist mein Vorname. Ja, und die Seite? Ah, wie die Seite heißt? Ja. Ach so, ich dachte, Sie wollten meinen Namen haben. Okay, nee, der ist uninteressant. Seite. Okay, also die Seite ist... Soll ich buchstabieren wieder? Mhm. Ludwig? Ida. Mhm. Friedrich. Mhm. Emil. Mhm. Cäsar. Jo. Otto. Mhm. Ida. Ja. Nordpol. Ja. Friedrich. Mhm. Emil. Mhm. Xantippe. Hm. Punkt. Ja. Nett. Hm. Ist kaputt. Geht nicht. Das kann nicht sein. Doch. Geht nicht. Punkt net gibt es nicht. Das kann einfach nicht sein. Ich bin jetzt gerade auf der Seite. Also entweder schreiben Sie irgendwas falsch, oder? Nee. Weiß ich nicht, ich bin jetzt auf der Seite. Wenn, dann buchstabieren Sie falsch. Okay, was haben Sie denn aufgeschrieben? Was, sagen Sie mir, was Sie geschrieben haben. Ein L, ein I, ein S, ein E, ein C, ein O, ein I, ein A, ein F, ein E, nee, ein nee, I. Nee, nee, nee. Haben Sie also, aber gesagt. Falsch. Nein, Coin, doch. Also Cäsar, Otto, Ida, Nordpol. Aha, haben Sie aber gesagt.
Und dann? Ah ja, jetzt ist Alles hier so klar, dann eine habe ich sie dann. grüne Seite mit so einem komischen Ding in der Mitte, was sich dreht. Ja, genau. Ja. Und nun? Und jetzt gehen Sie auf Einloggen. Das steht da nicht. Oben rechts. Nein, steht da nicht. Steht Login. Nein, da steht anmelden. Ja, dann, also, dann auf Deutsch. Okay, dann gehen Sie auf Anmelden. Und dann? Dann Ihre E-Mail schreiben und das Passwort, was Sie eingetragen haben. Hab gar kein Passwort eingegeben. Okay, dann kann ich es mal zurücksetzen. Dann schreiben Sie bitte Ihre E-Mail. Kaputt. Was ist kaputt? Na, Login. Wie bitte? Login. Wenn Sie auf Login hingehen, was ist passiert dann? Na, kein Passwort. Wie bitte? Na, kein Passwort. Sie haben kein Passwort. Ja. Ja, ich habe es zurückgesetzt. Ich kann Ihnen das Passwort jetzt mal sagen. Ja? Ja, haben Sie Ihre E-Mail schon geschrieben? Ich glaube schon. Sie glauben oder Sie haben es? Da steht was drin. Was steht da? E-Mail. Welche E-Mail? Na, E-Mail. Welche E-Mail? Na, E-Mail steht da drin. Ja, und welche haben Sie eingetragen? Na, das steht doch schon, E-Mail. Ja, dann tragen Sie Ihre E-Mail ein. Ach, ich soll da was reinschreiben. Ja, Ihre E-Mail. Welche? Ihre E-Mail. Und welche? Was heißt welche, mit der Sie sich angemeldet haben? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Welche E-Mail haben Sie denn? Viele? Was schön. Viele. Ja. Ja, dann suchen Sie sich eins aus und probieren Sie es. Wie ist die Passwort? Von welcher E-Mail? Ja, weiß ich ja nicht. Was steht denn Wenn da? Sie mir nicht. Wo? Da. Wo da? Na da. Guck, ein kleiner Fisch. Wie bitte? Ein kleiner Fisch. Wie heißen Sie denn mit Vorname? Steht es da nicht? Ich frage Sie mal, da steht, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich mit der richtigen Person spreche. Von daher, wie heißen Sie mit Vorname? Ich habe gerade einen Fisch gesehen. Fisch? Ja. Blub, blub. Können Sie mir sagen, wie Sie mit Vorname heißen? Nee. Weil? Datenschutz. Datenschutz. Ja. Na gut, dann somit ist das Gespräch auch beendet. Warum legen dann Betrüger Und? immer auf? Also Datenschutz. Wenn Sie Datenschutz mit mögen mir nicht Betrüger nicht, sprechen. ne? Wie bitte? Datenschutz mögen Betrüger nicht. Also Sie haben sich ja selber bei mir angemeldet und Nein. ich. Nein. Ich habe mich bei einer Werbung angemeldet, nicht bei dir, Schnuckelchen. Ja, und diese Werbung, von wem meinen Sie, kommt? Dich? Einfach so von der Luft, ne? Na, von Betrügern. Ach so. Tja, solche sind wir ja nicht und Sie verlieren jetzt meine Zeit und es gibt genug Kunden, die meine Hilfe brauchen. Na und genau Von deswegen daher. sprechen wir doch miteinander, damit sie nicht so viele andere Leute anrufen können. Ach so, ja, dann tschüss. Ja, bis nächstes Mal. Und dann war sie ganz schnell weg. Also man muss ja sagen, ihre Deutschkenntnisse sind noch so halbwegs ertragbar gewesen. Die Stimme nicht ganz so quietschig, aber naja, letztendlich das Callcenter nichts anderes als ein Betrügerschuppen. Denn letztendlich, wer da Geld einzahlt, naja, das ist halt eine Einbahnstraße, ne? Da kann man Geld reinzahlen, aber wenn man welches wieder zurückhaben möchte, das bekommt man auf jeden Fall nicht. Also zumindest nicht von diesem Schuppen. Naja, und letztendlich,
wollte sie ja auch noch Daten haben, die sie ja eigentlich schon hätte haben müssen nach einer Anmeldung. Ich weiß es nicht, wo die ihre Daten aufkaufen, aber tja, hier war wohl der Datensatz ein bisschen unvollständig. Pech für die Betrüger. Machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat. Ich spreche mit dem Herrn Tabenschwabel. Ja, jetzt kann ich Sie verstehen, aber der Nachname ist falsch. Darius? Ja. Und der Nachname ist Tabenschwabel, nicht Schwabel. Tabenschwabel. Ja, Schwabel, hab ich gesagt, genau. Haben. Ja. Also, Herr Tabenschwabel, mein Name ist Robert Liebfried. Ich rufe an aus Euromarkt Online. Sie haben sich jetzt gerade zu meinem Campaign von uns angemeldet, Interesse gezeigt, mit dem Bitcoin-Buyers Geld verdienen zu können. Ja. Okay, also der Grund für diesen Telefonanruf ist einfach, Ihnen behilflich zu sein und sicherzustellen, dass wir Konto richtig aktivieren. Sind Sie jetzt gerade... Moment. Also der Grund dieses Anrufs ist keineswegs dazu gedacht, um einem zu helfen, höchstens dabei zu helfen, sich bescheißen zu lassen. Das wäre dann die richtige Definition. Denn letztendlich, warum sollte eine Firma euch einfach so anrufen, damit ihr da endlich Geld einzahlt? Also keine Firma der Welt, die seriös arbeitet, fängt an, ja mit Nachdruck irgendwie an das Geld zu kommen. Letztendlich, wenn man sich dabei so einer Firma registriert, man wird ja bei diesen tollen Betrügerplattformen direkt sowieso zum Einzahlen mehr oder weniger genötigt, weil man direkt nach dem Login immer auf dem auf der Einzahlungsseite landet, um Geld auf die oder Geld zur Firma zu übertragen. Naja, und eigentlich habe ich alles gesehen nach einer Anmeldung. Wozu brauche ich jetzt noch einen Anruf, dass man dann helfen möchte, um Geld einzuzahlen? Naja, ich weiß es nicht. Also, doch schon. Ich denke, ihr auch. Entschuldigung. Wie möchten Sie eben Ihr Konto aktivieren? Durch eine Banküberweisung kann man das tätigen oder mit einer Kreditkarte? Ich nehme eine Kreditkarte. Mit einer Kreditkarte. Okay, Moment. Ja. Ich vorbereite Ihnen einen Moment einen Link. Und meisten Kunden von Deutschland eigentlich machen Banküberweisung. Das kann man auch durch im Internet, wissen Sie, schnell tätigen. Kann man das? Hallo? Ja, Moment, einen Moment. Ich vorbereite einfach den Link. Ich muss es bei mir einfach auch öffnen. Was denn für ein Link? Der Kreditkarteprozessor. Wo man die Kreditkarte prozessiert. Einen Moment, bitte. Was war denn das? Was? Da war ein Vogel. Ah, so ein Geräusch? Ja. Ja. Es hat sich geöffnet. Und... Okay, man hat ihnen generiert einen persönlichen Link. Da kann ich ihnen jetzt das schicken. Ja. Ihr E-Mail läutet Tabenschwabel, einfach Ihren Nachnamen und dann @outlook.com. Nee, das Outlook.com ist falsch. Der hat meine andere E-Mail-Adresse nicht genommen. Der hat immer gesagt, dass die angeblich nicht funktioniert, aber dabei funktioniert die. Okay, dann welche E-Mail funktioniert für Ihnen? Ja, also vorne ist das gleiche und hinter dem @-Zeichen kommt ein MD. Haben Sie? Ein M und ein D? Okay, dann Tabenschwabel, @MD. Ja, und dann CC. CC. FUN.de. FUN.de. Ja, da hat er mir immer gesagt, das geht nicht, dass die nicht existiert, aber ich kriege ja E-Mails. Okay, dann machen wir es einfach. Ich habe Ihnen einfach einen leeren E-Mail schnell geschickt mit Link. Eine leere E-Mail mit Link. Ja, genau. Es heißt einfach Link. Achso, dann melde ich mich mal an in meinem E-Mail-Postfach, ja? Ja, ja. Ich kann zum E-Mail-Postfach von mdccfahren.de sich anmelden.
Was hier in diesem Callcenter auffällt, das könnte tatsächlich wieder so eins von den kleineren Callcentern sein, die, naja, weiß ich nicht, wahrscheinlich privat arbeiten und nichts mit den großen Strukturen zu tun haben, ist natürlich nur eine Vermutung, aber hier ist es sehr, sehr ruhig im Hintergrund und man hört eigentlich auch, dass das so ein bisschen halt. Das spricht dafür, dass es einfach nur ein leerer Raum ist, nicht mal allzu groß, so wie sich das hier anhört. So werden sich die Betrüger halt eben auch organisiert haben. Na, also es gibt nicht nur die großen Mega-Callcenter, wo man ganz, ganz viele Stimmen im Hintergrund hört. Es gibt auch diese, wo einfach nur, weiß ich nicht, 5, 6 Handels arbeiten und die das Ganze mehr oder weniger als privatkriminelle Struktur betreiben. Ja, ich muss mal gucken. Ich finde gerade das E-Mail-Symbol nicht. Ach, da. So, dann logge ich mich mal an. Es rödelt. Ah ja, da habe ich auch schon. Von Robert Liebfried. Genau, das bin ich. Sie können einfach auf die blaue Textlinie klicken. Aha. Mit der blauen Textlinie meint er wohl den Link. Naja. Allerdings, blaue Textlinie ist hier auch wieder sehr, sehr ungünstig ausgedrückt. Natürlich ist eine blaue Textlinie in der Regel ja, ein Link, weiß aber auch nicht unbedingt jeder, dass, wenn Schrift blau ist, automatisch, dass es ein Link ist. Ne? Also vielleicht die ältere Generation, die gar nicht mal so viel am Computer ist, vielleicht das Wichtigste damit machen kann. So, dass man den Computer ankriegt, E-Mails beantworten, aber mit solchen Worten, da kann man immer nur hoffen, dass möglichst viele Leute dann auch möglichst viele dusselige Fragen stellen, beziehungsweise eigentlich auch berechtigte Fragen, weil, ja, blaue Textlinklinie ist schon komisch, ne? Ja, und hier einfach ruhig die Daten schnell eingeben, nehmen Sie die Zeit und haben Sie keine Sorgen, ich mache das mehrere Mal jeden Tag mit Kunden. Das ist aber schade. Aber haben Sie keine eigene Webseite? Ja, natürlich haben wir eine Webseite. Und Sie können sich ja auch bei unserer Webseite einloggen und das Guthaben sehen, die Gewinne immer nachfolgen. Ja, aber finden Sie das seriös, erstmal ein Krypto-Wallet rauszuschicken statt der eigenen Webseite? Oder so eine Krypto-Tauschbörse? Das ist einfach ein Prozessor. Ja. Das kann man ja nennen, wie man es möchte, aber es ist nichts anderes als eine russische Kryptotauschbörse. Genau, so sieht's aus. Der Typ hat mir hier einfach eine russische Kryptotauschbörse zugeschickt und gar nicht erst seine Webseite. Also das ist natürlich auch wieder herzallerliebst, dass man hier direkt am Telefon als allererstes, bevor man überhaupt die eigene Firma auch nur im Ansatz irgendwie mal vorstellt und erklärt, was sie machen, schickt man einfach direkt einen Zahlungslink raus. Anders kennt man es ja nicht, ne? Aber das ist einfach so schneller. Ja, aber finden Sie das nicht seriöser, erstmal Ihre eigene Webseite vorzustellen? Ja, natürlich. Ich kann Ihnen auch schnell einen Link schicken zu unserer Webseite. Aber ist irgendwie sehr bedenklich, wenn Sie mich als allererstes erstmal die Zahlungsinformationen schicken, bevor wir überhaupt über die Firma gesprochen haben. Also, Ihre Daten haben wir eben. Sie haben sich jetzt gerade bei uns angemeldet, oder? Ja, und da kann man denn nicht erstmal über das Produkt sprechen? Ja, selbstverständlich. Also mein Beruf, was ich hier mache, ich aktiviere neue Kunden. Nee, okay? Das ist der falsche Ausdruck. Das, was Sie da machen, ist bandenmäßiger Betrug. Nein. Doch. Nein. Oh doch. Nein, Betrug will man nicht. Und dreimal dürfen Sie raten, was gerade im Hintergrund läuft. Schauen Sie mal zum Fenster raus. Was? Schauen Sie mal zum Fenster raus. Ja, wir haben schöne Gebäude hier. Ja. Ich würde mir wenigstens meine Tasche wieder zusammenpacken. Okay, kein Problem. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das wünsche ich Ihnen definitiv auch. Danke. Tschüss. Tja, sonderlich zu beeindrucken war er ja leider nicht. Ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft, aber unterm Strich, hat auf jeden Fall ein bisschen seiner Zeit verplempert. Aber Wahnsinn. Man geht auf irgendeine Webseite, registriert sich, kriegt als erstes natürlich die Einzahlung von Latz geknallt. Danach ruft jemand an, will als allererstes auch euer Geld und stellt kein Stück die Firma vor, was sie machen. Und und wenn es dann um den Link geht, dann geht es eigentlich auch nur um den Bezahllink, aber nicht um welche Webseite es eigentlich geht. Und Informationen rausrücken, da haben sie grundsätzlich ja sowieso keine Lust dazu. Tja.
So arbeiten logischerweise nur Betrüger. Also von einem seriösen Unternehmen kann man, glaube ich, solche Arbeitsweisen nicht erwarten. Und selbst wenn das dann so kommen würde, naja, dann würde ich da bei einem seriösen Unternehmen, glaube ich, auch nichts einzahlen. Hallo? Hallo? Guten Tag, mein Name ist Sandra, spreche mit der Gustav Lausenbänger. Ja. Ich grüße Sie. Ich rufe jetzt an von Stock CC. Sie sind gerade bei uns registriert mit einem Handelskonto online zu investieren. Stimmt das? Das ist ja prima. Hallo? Ich höre Sie. Ich bin tatsächlich für Sie, damit ich Ihnen weiter unterstützen, Herr Gustav. Darf ich wissen, ob Sie Erfahrung in dieser Branche haben? Ja, dürfen Sie wissen. Haben Sie Erfahrung oder nicht? Ja. Mit was? Was? Mit was haben Sie Erfahrung? Na, mit dem Trading. Mit dem Trading? Okay, mit Bitcoin, Kryptowährungen, Rohstoffe. Ja. Mit was? Ich hatte Sie ein paar Beispiele gesagt, damit Sie wissen, an welche Sie Erfahrung haben. Ja, habe ich überall. Okay. Und an welcher Größe sind bei uns registriert? Na, Geld, Moneten. Taler. Okay, haben Sie auch ein Ziel davor, dass Sie bei uns registriert sind? Was denn? Ein Ziel. Ein Ziel? Genau. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Okay, gut, Herr Gustav. Gut, sagen Sie mir bitte, was haben Sie zur Verfügung? Sie sind über Handy, Computer, Tablet, was benutzen Sie? Na, das habe ich alles. Alles? Ja. Und was möchten Sie dann benutzen? Was soll man nehmen? Ja, was möchten Sie nehmen? Ja. Computer, Laptop, was möchten Sie nehmen? Was ist denn besser? Computer. Okay. Gut, ich werde Sie eine E-Mail schicken. Sagen Sie mir bitte, wie weit Sie sind mit Ihrer Registrierung? Welche? Mit der Registrierung, wie weit Sie sind? Ganz weit. Ganz weit? Was meint das? Na, weiß ich nicht. So weit, wie man muss, glaube ich. Gut. Können Sie bitte an Ihrer Posteingang schauen? Sie bekommen von Sandra eine E-Mail. Von Sandra? Von Sandra, genau. Sandra bin ich. Wie nett? Bin ich. Sandra bin ich. Okay, dann mache ich das mal auf. An welche E-Mail-Adresse denn? Ich sage Ihnen gleich. Die E-Mail-Adresse lautet gustav.lausenbell@googlemail.com. Ach so. Stimmt das? Nee. Dann welche ist die richtige E-Mail-Adresse? Na, Google Mail, nicht Google E-Mail. Googlemail.com. Genau. Stimmt das? Ja. Okay. Ich sende Sie gerade eine E-Mail. Ja? Schön. Schauen Sie bitte auf, an Ihrer Posteingang. Ja. Soll ich den Computer anmachen? Ja, bitte. Mach ich mal an. Fährt jetzt hoch. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie zu weit sind an Ihrer Posteingang. Ja. Herr Gustav, hören Sie mich noch? Ja. Okay, ich muss gleich in ein Meeting gehen. Ich gebe Sie kurz meine Kollegin, weil sie ist verfügbar, damit mit Ihnen weiter zu sprechen. Ich muss kurz gleich gehen. Ja, ich gebe Sie meine Kollegin weiter. Hallo, schönen guten Tag. Kuckuck. Ich habe mit Ihnen heute nochmal gesprochen, Herr Gustav. Ja? Ja? Sie haben ein bisschen Lust und Spaß machen heute mit uns. Und ja. Registrieren in gleicher Zeit, oder? Nee. Ich habe auch nicht verstanden, was Sie sagen. Ich bin außer Geländer. Was? Schönen Tag noch. Was ich bin außer Geländer. Schönen Tag noch. Was sind Sie für ein Geländer? Tja, und da war sie dann auch weg.
Also ich habe hier in der Tat Außengeländer verstanden. Keine Ahnung, was sie damit meinte. Vielleicht meinte sie Ausländer, aber ich habe echt Außengeländer verstanden. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.